Hey Leute, willkommen zurück zu dem wunderschönen Bellride. Es geht los und erstmal schlafen gehen. Schlafen. Und schlafen. Oh, ich habe das Fenster auf sich die ganze Zeit. Ich schreie rum, Alter. Ich schreie immer rum, auch wenn das Fenster offen ist. Deswegen hassen mich die Nachbarn. Ich baue das peinlich, ey. Das halbe Dorf zusammengetrötet. So, okay. Ein neuer Tag. Welcher Tag? Welchen Tag haben wir, Black Eye? Habe ich nicht drauf geachtet. Ich habe nur gesehen, dass der Dorfbrunnen errichtet wurde. Ach cool, sehr gut. Ach, der Dorfbrunnen. Ja, okay. Das geht ja eigentlich immer schnell. Nee, okay. Also du hast irgendwas anderes in der Stadt da gebaut. Das wurde fertiggestellt. Ja, Dorfbrunnen. Dorfbrunnen, Schrein und Dorfhaus habe ich da schon hingestellt. Das Dorfhaus. Du gehst jetzt Kupfer holen, ne? Hatte ich gedacht, ja. Ich gehe mal ein bisschen Kupfer sammeln. Das ist eine gute Idee. Ich glaube, ich gehe Schilf sammeln. Schilf? Schelf. Schalölf. Schlülf. Schlülf. Tja, willkommen zu Bellride, Leute. Heute seht ihr, wie ich Schilf sammeln gehe. Ich könnte jetzt auch die Dorfsachen bauen, aber ich bin faul. Ich will, dass die Dörfler machen. Ich gehe jetzt mal gucken, ob wir Schilf noch brauchen. Ich hasse Schlümpfe. Mal ein bisschen. Nee. Diese Schlümpfe. Morning, friend. Morning, friend. On the path. Friendo. Friendo. 27, das ist nicht. Lopfen auf die Kupfermine. Hey ho, hey ho, hey ho. Auf jeden Fall. Wir müssen dem noch eine Tasche bauen, dem. Hast du den schon ausgerüstet, komplett? Nee, eine Tasche habe ich ihm noch nicht gegeben. Eine Tasche. Eine Tasche. Das ist am wichtigsten, ja, immer. Tisch. Oh, wenn wir den Weber bauen, erforschen, die Weberhütte, dann können wir einen Speisebeutel erforschen. Kannst du dir das vorstellen? Eine Tisch, wo man seine Nahrung reinsteckern kann. Ich habe Angst, noch mehr zu bauen. Wir haben jetzt noch den Gerber. Jetzt brauchen wir auf jeden Fall mindestens wieder drei neue Leute. Ja. Scheiße, wo ist er denn? War. Ist er schon am Aussäen? Baumsämling? Nee. Nee, die wachsen quasi auf dem Tisch, die diese ja, ganzen ich sehe das schon. Da wachsen die erst. Ich glaube, im Winter wachsen die nicht. Wie hieß der nochmal, der Typ? Odo. Odo, wie der von Deep Space Nine? Ja, genau, so wie der. Deep Space Nine? Nein. Odo, wo bist du denn, Sicherheitsbeauftragter? Aber das machen ja alle, die Landwirtschaft machen, arbeiten da. Ach, das ist der Odo. Ja. News from ja, wir können... Ach, nee. Ja. Ach so, jetzt weiß ich, was du meintest. So. Umhang hat er auch. So habe ich das zumindest verstanden, dass sie da jetzt quasi diesen Baumsamen langsam wachsen lassen, bis es soweit ist, dass man es einpflanzen kann. Da werde ich jetzt mal bei den Farmen nichts mehr auf gut. Ach, du hast alles auf 5 gesetzt bei der einen Farm? Kann das sein oder ist das. Nee, ich hab da nichts umgestellt. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, es ist geupdatet worden. Oh. Komm mal gucken, hier steht Top Up 100. Ich bin gerade bei beim Kupferhacken. Wie viel angepflanzt werden soll und so, weißt du? Ich mach mal erstmal alles auf nicht mehr. Dann kannst du ein Limit setzen. Das wäre ja geil, wenn du ein Limit setzen kannst, wenn du sagen kannst, hier so viel Flachs wollen wir, danach nicht mehr. Das wäre natürlich. Ich mach mal alles auf 0. Ich glaube, das ist mit 100 ist ein bisschen too much. Ich denke mal, es geht pro Crop, ne? Nicht pro Menge. Ja, ich denke mal. Also beim Weizen lassen. Ich lasse den Weizen erstmal ernten und hier haben sie jetzt. Ja, jetzt haben sie schon Kartoffel. Kartoffel? Kartoffels. Dünger, Baumwolle, Knoblauch. Ja, ich lasse das jetzt erstmal. Knofi. Für Winter? Ja. Nee. Gut, der Rest kann auch ja irgendwas. Winter. Ich mache mal mehr Baumwolle. Können wir nochmal ein bisschen Baumwolle fahren. Davon haben wir bestimmt nicht genug, oder? Nee, auf jeden Fall. Mach den Rest Baumwolle. So. Es werden wieder Seile geballert, weil wir haben krass Seildefizit. Ja, wir haben einige verbraucht durch das Herstellen. Bauen. Das Bauen. Bauen, da waret. Bein, wir können auch fett rollen.
Sind wir da eigentlich so fleißig Lehm gesammelt? Brauchen wir das für irgendwas? Die sind sehr fleißig, die Leute. So, Pesch voll. Einmal voll die Pesch. So. So? So sagen nur Leute, die was vorhaben. Ich hab aber... Ich weiß auch nicht. Okay, so, Schiff. Schiff? Ja, Schiff. Both. Both. Das ist eines der besten Memes, die es jemals gab. Tits or ass. Both. Sorry. Ja. Ich muss das nochmal gucken, König, für ein Lama ist so lustig. Ja, der ist so gut, Mann. In der heutigen Folge sehen wir, wie Action geladen Aldemar Schilf sammeln geht. Oh mein Gott, habt ihr die Folge gesehen, wo er Schilf gesammelt hat? Unfassbar. Welche meinst du denn? Die waren alle so gut. Ja, dieses actionreiche Bücken an dem Wasser. Es war so gefährlich. Nicht, dass da gefährliche Barsche in dem Wasser gewesen wären. Die gibt's? Nein, aber stellt euch vor. Ach ja. Ich weiß gar nicht, wie spielen denn Leute Ark eigentlich? Genauso? Also, deswegen habe ich ja so ein bisschen schneller. Nee, gar nicht. Nee, doch, ja. Und stell dir vor, Ark auch mit so NPCs, das wäre auch geil. Aber es gibt... Ja, ich fand, bei Ark gab es einfach immer viel zu viele Dinos. Weißt du, das war immer so voll übersättigt. Ja, weil ich fand Ark auch nicht gut als Spiel, bin ich ehrlich. Und wenn man dann, und was ich auch komisch fand, dann kam halt auf einmal diese keine Ahnung, diese Cyber-Dinos oder diese leuchtenden Dinos. Dann dachte ich so, okay, jetzt reicht's. Jetzt habe ich keine Lust mehr. Ja, ist jetzt sehr abgedreht worden, das Spiel. Ich versuche gerade rauszukriegen, was dieses Top-Up bedeutet. Ich vermute meist einfach die Crop-Menge, aber... Oder meinst du die Yield-Menge? Glaube ich nicht. Top-up heißt ja eigentlich auffüllen bis zu, wenn man es wörtlich übersetzen will oder wenn man es sinngemäß übersetzen will. Sonst füllen die, sehen die den Defizit und pflanzen so viel an, dass die Menge theoretisch wieder, weil da steht ja der Stock, ne, link, stimmt, da ist der Stock links, der wird ja da angezeigt, wie viel Stock wir haben. Ja. Wir könnten jetzt natürlich sagen 100 von allem, dann pflanzen die immer alles an. Okay. Die Menge gibt an, wie viel du davon gelagert haben möchtest in deiner Hauptstadt oder in deinem Hauptsettlement, was ja hier der Fall ist. Also wenn du da sagst, so 100, dann machen die so viel, bis sie diese Menge erreicht haben. Also rote Beetezwiebeln und so einen Scheiß brauchen wir gar nicht. Radieschen, Rüben. Sobald du halt unter diese Menge fällst, fangen sie wieder an, neu anzupflanzen. Rübe weg. Weizen brauchen wir ja auch nicht. Wir bräuchten eigentlich, ja, also wir haben hier Flachs, Baumwolle, Salbei, Hanf und Knoblauch, würde ich erstmal sagen. Ja. Dann sollten die das wohl auffüllen. Ich bin gespannt, ob das so klappt. Ja, aber halt in was für einer Zeitverzögerung, aber ich meine, es ist besser als nichts. Ich bin jetzt kleine Bäume auf dem Tisch. Geil. Im Förster. Ich komme. Oh mein Gott, diese Folge. Kleine Bäume auf dem Tisch. Oh mein Gott. Das will ich meinem Sohn erzählen, wenn er geboren ist. Was war das schönste Vater in meinem Leben? Die Baumsämlinge in Bellwright. Und was mit meiner Geburt? Nicht mal annähernd. Richtig gut. Ah, sehr schön. Ja, dann werden die das wohl irgendwann aussehen, wenn das dann soweit ist. Baumsamen. Hast du den Gerber hingestellt? Was sagtest du? Rechts vom, da ist rechts vom Werkzeugding. Da ist auch schon das Gerüst. Werkzeugmaurer. Ja. Der Werkzeugmaurer. Fehlt bestimmt auch Holz. Ich meine, wir könnten jetzt nebenbei Banditenlager leerräumen, weil wir nichts zu tun haben. Fehlen 4 Holz, ja, das könnten wir machen. Das ist das Banditenlager neben dem Schild, was wir nie leer gemacht haben, direkt südlich von uns. Ja. Man möge dorthin. Ja, dann machen wir das jetzt. Ich habe noch Pfeile 21, das reicht. Oh, noch 26 Pfeile. Damit können wir auch ansehen, farmen.
Echt? Oh ja, einfach Banditen weg. Ja, ja. Ich muss noch was essen. Geh schon mal gucken. Haben die nicht eh weggemacht? Ah, nee, da sind noch Leute. Jungs, wir können darüber reden. Ein Grund, gleich gewalttätig zu werden. Ich will nur ein paar Pfeile in euch rein versenken. Ja, das ist auch ein sehr schönes Wort, ne? Versenken, ne? Ja. Versenken, ja. Schönen Kopf hast du da. Ich finde aber Abstechen noch besser als Abstechen ist halt schon. Ich finde, dein Kopf sieht mit einem Pfeil drin schöner aus. Ah! Ein Schild! Haltet ihn auf! Okay, nicht schlagen, das tut weh. Aua, nicht schlagen, das tut weh, sag ich dir. Boah, Mann, das muss so weh tun. Es ging in die Kniekehlen. Ist halt nur Stufe 1 Dorf. Ach du Scheiße. Oma. Boah, das war. Hast du gesehen, Neo? Ja, aber richtig Matrix gedodged. Schieß immer zwischen den Lappen durch. Was aber ich. Okay, ich muss die dort. Oh. Ich lauf straight. Okay, oh, da kommt. Ach, da kommt hinter dir noch einer. Ja, ich seh's. Ich komm mal zu dir, ich hau mal auf den einen drauf. Versuch auf den Stein zu klettern. Ja, ich hab sie eigentlich gut im Griff gerade. Oh Gott! Oh Gott! Den einen hab ich. Lauf! Willst du jetzt hier noch mit reinrennen? Was ist denn ja, mit dir? Ist meine Taktik! Ich hab aber jetzt seine Teammates vorschmeißen. Hier, nimm ihn, nicht mich! Ach, der kann ja auch rauflaufen. Das ist natürlich gut. Mach deinen Auflauf. Auflauf, Auflauf. Aha, warum muss der denn hinter mir meinen. Ja. Ja, sehr gut! Ich hab keine Ausdauer mehr, warte mal. Ich nehme mal den Zweihand-Juppie. Okay, ich geh mal eine Runde laufen. Ja, eine Runde! Was macht er denn hier für Spirenzchen? Das ist ja ein Lappen. Hat's ja gar nichts. Vogel. Ich hab keine Lebensenergie mehr. Hier. Nimm mal den. Oh, er geht. Oh, guck mal, nett. Komm zurück, du Feigling. Einigen wir uns auf Unentschieden. Ja, genau, wir einigen uns auf ein Unentschieden. Hier, hier rutscht noch einer den Berg runter. Oh, lecker ist. Sehr lecker. Schmackofatz. Schmackofatz. Mit Schmacko. Na, wo sind denn deine Freunde geblieben? Genau, den einen habe ich ja hier schon geheadshottet. Sein Beutelchen. Da. Der arme Viktor. Muss ich mal schnell heilen. Ja, ja, gib mir den Verband. Boah, der Matrix-Dodge. Schon wieder? Was ist denn mit dir? Ja, mit dem Schild, den kriegen wir sowieso nicht. Auch den kriegen wir auch. Nicht mit, Bogen, weiß nicht. Ich habe halt zweimal daneben geschossen. Hat noch gezuckt, habe ich genau gesehen. Wieder ein erfolgreiches Lager aufgeräumt. Dankeschön, Saxtonix und Peter Rasmussen. So, jetzt müssen wir es eigentlich claimen oder looten. Ich mache mal erst claimen, ich glaube, das ist wichtiger, beanspruchen. Aha. Überfall wird erwartet. Hat jetzt ein Überfall hier hin? Riemen. Ja, da ist Riemen. Gespawnt. Also darf man hier denn nicht irgendwas nach dem Schwachsinn? Goldene Schuppenquest. Ach! Okay. Das rote Ding ist die goldene Schuppenquest. Sehen nicht, da ist er. Das war ein Kopfschuss. Er hat ein schönes Schwert. Nein, das ist das billige Falchion. Ja. Ja, das sind diese Werkzeuge drin. Ich glaube, die sind mal. Ja, keine gut, Ahnung. Die brauchen wir für irgendeine Quest. Ja. Ich geb dir die mal. Ich droppe die nochmal hier. Mach mal. Da. Angelroutenteile. Teile einer legendären Angelroute. Ja. Auf das wir irgendwann nochmal angeln können. Dieser olle Angelrouten-Fuzzi. Das hat aber jetzt sich nicht wirklich gelohnt. 500 haben wir jetzt vielleicht gemacht. War ja auch ein einfaches Lager. Ja. Und da sind mittelständische Banditen.
Ja, diese die mittellosen Banditen. Die richtig armen. Ja. Hast du da irgendwas Cooles gelootet? Nee, nur so Riemen und so. Riemen. Hast du eigentlich Kupfer gefarmt? Ja, ich hatte einmal Cash voll gemacht. Ich wollte eigentlich wieder nochmal wieder los, aber ich habe mich dann vom Förster ablenken lassen. Von den beeindruckenden kleinen Bäumen, die da stehen. Ja, genau. Wahnsinn, ne? Und schön. Mal ein Büchlein lesen. Ich werde hier zu Blackguard dem Weisen mit den ganzen Büchern, die ich schon gelesen habe. Blackguard der Intelligente. Ah. Interre. Intelligente. Weißt du, wir mal alles rein hier, was wir hier so gefunden haben. Das sind Demon und Seile. Schönes Wort, Demon. Komische Angelrute, schmeiße ich mal erstmal in die Kiste mit den ganzen Questgegenständen. Ist denn bei uns ein Arbeiter? Wer arbeitet denn? Wer macht denn Handwerk? So. Nee, da Arbeiter. Hier ist schon. Ist auch schon. Bronze. Wir haben auch irgendwo noch. Genau, ich mach mal hier wieder Kupfer nach. Bronze nach ganz unten. Wir Zinn und Kupfer machen nochmal anhäufen. Jawohl. Ja, und da machen wir Bronze auf 10, genau. Ja. Alles gut. Einen Schmelzer, den schmelzigen. Achso, ja, ach so, wir haben doch das Schmelzding geforscht. Wir haben es nie gebaut. Wir hatten das nur geforscht, glaube ich, oder? Warte mal. Haben wir? Ach ja, stimmt. Ich, das heißt, den Schmelzofen. Alter! Meine Güte! Bauen, was? Direkt hier hin! Stimmt! Da war was! Wir voll Horste! 15 so, Leben! Haben wir 15 Leben? Stimmt, die können wir schnell farmen, die sind da. Ja direkt nebenan. Da! Haben wir, zack! Tue ich das mal hin? Ich schande da total vergesse! Und 18 Rohstein! Machen wir 18 Rohstein! Das haben wir auch, ja! Also, da schmeißen wir uns ja tot mit, wir lassen es ja schon liegen! Macht der Förster? Gespannt, ob wir das auch immer mit dem Hammer machen. Die sind schon zur Hälfte tatsächlich, die Setzlinge. Ja, jetzt, weil ja, im Winter sind die ja gar nicht gewachsen. Ja, wahrscheinlich ein Tag Bauzeit oder so. Immer noch Winter. Ich baue jetzt schon den Schmelzofen, man braucht nämlich keinen. Okay, fertig. Ist ja viel schöner. Eine Krass. Güte. Okay, Kupfer 5. Da können wir aber keinen Bronze herstellen, 10. oder? Doch. Oh, da fehlt, da muss Torf rein. Als, als Brennstoff. Scheiße, wo gibt's denn Torf? Irgendwo im, Scheiße. Ich hab Torf aber noch nie gesehen. Ich geh mal zum Reiseschild 7, das sieht so aus, als wenn da unten Torf wäre. Das sieht so, urig aus. Das war das Wort, wonach ich gesucht habe. Nee, du kannst da drüber hammern, dann siehst du das doch. Was das für ein Gebiet ist? Nee. Nee, ach so. Ja, keine Ahnung. Torf ist bestimmt auch da unten. Oh Mann, wir müssen echt noch ein Ding bauen. Boah. Schon ein bisschen schade. Bisschen schade, Schokolade. Hm. Ah. Ich würde ja mal, nee, ich denke mal, wenn man von Patzdau weiter nach Westen geht, da ist ja unfassbar viel Wasser und so. Das schreit nach Torfgelände. Meinst du? Ja, das kann sein. Ja, weil Moore sind ja sehr, ist ja Wasser, quasi viel Wasser. Ich gehe da mal in die Richtung erkunden, ja. Ja, ich gehe mal gerade nach Patzhof und guck mal, ob da die Sachen schon weitergebaut wurden. Was brauche ich denn für so ein Holzbild? Das kann ich auch so zusammenkriegen, ne? Ja, 2 Baumstämme, 5, ja, das kann ich auch so zusammensammeln. Holzplanken fehlen, ja, ja klar. Holz fehlt. Froh, wenn der Wald wieder forstet. Ja, wenn er jetzt auf Anhieb, was waren das? 5? 20. 4, 6. 8 Bäume pro Tisch oder 5? Ne, 10 pro Tisch, glaube ich. 10 pro Tisch sogar, krass. Ja, okay, dann geht's ja richtig los. Das heißt dann 20 Bäume pro Tag? Ist die Frage, wie schnell er die aussät. Ne, das nicht ist pro Tag, also 20 Bäume pro, keine Ahnung, 4 Tage, bis die voll nee, ausgewachsen das ist sind. Doch jetzt der erste Tag. Im Winter sind die nur nicht gewachsen, glaube ich. Die sind, glaube ich, jetzt. Die halt einen Debuff kriegen, ne?
Ach, scheiße, das sind alles Stämme. Oh Mann, ey. Ich glaube, wir müssen Stämme selber klopfen. Jo, das wird lustig. Ja, hier hinten ist überall Moor. Das ist gut. Jawohl, Moor. Scheiße, jetzt müssen wir selber... Okay, ich gehe mal ein paar Bäume fällen. Mach mal. Haben wir zu viel rumgeblödelt. Ja, ich habe da zu viel gesetzt. Ich fäll jetzt erstmal die Bäume. Will noch weniger Bäume rund stehen? Genau, wichtig. Ganz wichtig. Was bräuchte ich für so ein LP? Zwei Baumstämme und 5 Holz. Das habe ich schon. So, Baumstamm nehmen. Jetzt kommt der hier schon hin. Warte, ich fäll mal noch mehr. Er kommt wohin? Ja, Förster oder was? Wie bitte? Er kommt wohin? Nee, ich habe nur laut gedacht, da kommt einer schon die Stämme holen, weil ich bin hier den Wald am Roden. Und da kommt schon einer die Stämme holen. Kommt sie holen! Müssen wir hier nur noch irgendeine Brücke finden? Ah, eine Brücke. Das war einfacher wie gedacht. Scheiße, für Dorf brauche ich eine Schaufel bestimmt. Ja, aber es reicht ja schon, weil das, wenn du das Tor findest, dann baust du ein Reiseschild und dann. Genau. So der Plan. Ich hätte ja schon was mitbringen können, weißt du? Man muss ja jeden Weg effektiv nutzen. Ja. Die sind überall Banditen, Mann. Ja, du Lümmel mit deiner Mistgabe. Wir müssen echt mal gucken, wie wir mit Ansehen ballern. Da müssen wir uns mal irgendwie so ein Tutorial lesen. Weil wir können ja Trophäen setzen, aber ich baue doch nicht 3 Millionen Trophäen in so ein Dorf. Ich habe Ansehen wie Pflanzen ansehen. Verstanden. Wir müssen rausfinden, wie wir Pflanzen ansehen. Ansehen. Ja. Und wie? Ansehen, ballern. Wie schauen sie an? So wunderschön. Wir machen dieses billige Lager. Da geht er hin, der gute Terrik. Ja. Er war der Sache nicht gewachsen. Seiner Mistgabel. Achso, die Baumstämme hier rein. Hast du eine 6er-Truppe Verbrecher? Ach du Schande. Ja, genau. 125. Das ist von den Trophäen? Ja, die stellen wir einfach auf im Dorf und dann kriegst du dafür Punkte. Ich frage mich, was passiert, wenn ich das aber wieder abreiße. Mach doch einfach mal ausprobieren, vielleicht zieht sie es dir ja nicht ab dann. Und dann kannst du es wieder hinsetzen, dann kriegst du wieder. Das wäre mir dann echt egal, weil ich finde das irgendwie bescheuert. Ja. Ja. Das wäre mir auch ziemlich egal. Ich hab's zerlegt und dann. Ich wette, das. Ja, es ist einfach weg, wenn du es zerlegst. Also man setzt sie hin, aber es ist okay, es ist besser, als wenn die überall rumstehen, sorry, aber... Ja, das sieht auch doof aus, da gebe ich dir recht. Ja, dann ist das schon mal okay. Ach, guck mal, wir haben schon 1100 wieder. Wir brauchen immer irgendwie so 2000 pro Person. Da, Torf, geil. Wo ist Torf? Nee, ich sehe, hier ist das Objekt quasi neben dem Schmelz... Archie! Neben dem Schmelzofen. Bestes Material, Torf. Ja. Da bin ich aber voreingenommen. Ja, ist direkt so, ne, deine Heimat, Torf. Oh ja. Ja, ich lebe im Torf. Auf und mit dem Torf. Torfei, der Torfige.
Der Vertorfte. Der Vertorfte. Und noch habe ich hier keins gefunden. Ich bin hier mitten im Sumpf. Und Torf gibt's hier nicht. Auch nicht. Komm der Sache näher. Ich bin der Sache auf der Spur. Ich glaube, ein zweiter Förster wäre besser. Aber wir werden es sehen. Ich würde erstmal abwarten und gucken, wie sich das... Ich hoffe, der pflanzt die Bäume nicht in unserer Stadt, da wo der Wald war. Ja, er sagt, da steht ja extra im Waldgebiet. Also ja, unsere Stadt steht im Waldgebiet. Da, du hast den noch nie gesehen. Ach so. Ja, dann pflanzt er die wahrscheinlich quasi überall. Die ganze Straße im Kern war Wald. Okay, krass. Also so ein Lichterwald, weißt du, so mit so kleinen, meistens kleinen Bäumchen. Ja. Wüster Wassermoor. Was gibt's denn hier sonst? Nichts? All thanks to you. Oh ja, kein Problem. All thanks to me. Ich hätte mir ein Buch mitnehmen sollen. Es sind halt auch keine Wege irgendwie. Wie war das, wenn man ins Wasser läuft, stirbt man, ne? Wenn es zu tief ist? Nee, du wirst teleportiert. Ah, okay. Puh, Gott sei Dank. Sehr realistisch. Geht mir im echten Leben auch immer so. Wenn ich mit einem kleinen Zeh ins Wasser gehe, dann zack, bin ich auf der anderen Seite. Oh, ich kann gar nicht schwimmen gehen. Kann ich wieder nach Hause. Oh. Doch, kein Sport. No. Dann platziere ich nämlich mal ein Reiseschild. Sieht aber schön aus hier im Moor. Da ist so Nebel drüber und so. Über dem Wasser. Oh Mann, ist aber echt duster. Nein, lass mich in Ruhe, ich will nur ein Ding setzen. Der Schatten dreht wieder durch hier. Der verdrehte. Ich habe noch die Straße weiter. Soll ich wieder zurückkommen? Sonst will ich noch ein Stück die Straße hochlaufen. Ja, komm zurück. Du hast ein Schild gebaut oder? Wo bist du denn? Ich guck mal. Ach da, ja, bau erstmal das Schild, komm zurück. Ich meine, wir können auch die Map benutzen zum Gucken. Aber vielleicht ja, da sieht man ja nicht, da sieht man die Ressourcen ja nicht. Man muss schon hinlaufen. Nee, man gibt ja so eine interaktive Karte im Interweb. Im Intercheat. Okay. Ich verstehe. Ich meine die Haier. Du bist schon in der Haier? Achso, nee. Ich komme. News from the kingdom? There's always something. Bin mal Zeit, dass wir dir eine richtige Hütte bauen. Ist so. Wo ist eigentlich unser Gehilfsbeppo? Rochus Hilfhand. Weiß ich nicht. Aber ich war direkt daneben, neben dem Pete, wie es im Englischen so schön heißt. Ach, du warst schon da? Also ich habe gerade auf der Karte geguckt, die du okay. Meintest. Ah, sehr gut. Quasi fast daneben. Ja. Ich nehme mir mal eine Schaufel und dann gehe ich mal ein bisschen was holen. Ein Schüppel, mach das. Kann sein, dass die beim Leben in der Lehmgrube sind. Da warst du wahrscheinlich noch nie. Aufstechermeister. Ja. Nee, hier ist eine tatsächlich. Das ist mal ein Fisch. So. Fort. Steh jetzt einfach mal hier hin und dann reiß ich die ab. So. Oder werden die dann glücklicher dadurch? Ich glaube nicht. Nee. Ich guck mal, eine Statue. Ich bin so glücklich. Weil wir könnten jetzt vielleicht sogar noch irgendeinen anheuern. So normale Arbeitskräfte. War vielleicht besser, wenn wir horten. Du willst dafür Ansehen ausgeben? Nee. I'm working. Das krieg ich mir. So sind denn hier schon wieder Banditen? Ich euch vermöbel ich mit einer Schaufel. Ach du Schande, sind hier viele. Ich komm mal zu dir. Soll ich dir helfen? Ach du Scheiße. Hier sind Leuker 10 Banditen auf einem Fleck. Was machen die hier? Ach du Scheiße. Alles so... So halbnackte Lappen. Ah, wobei, die sehen schon ein bisschen was besser gerüstet aus, die da. Oh, ist eine richtige Straße hier. Ist krass. Gut, jetzt kommen die Pflanzen. Es sieht direkt irgendwie hingeklatscht aus, als da, wo wir sind. Die Welt sieht ein bisschen schneller gebaut aus. Na, musst du dir die Karte... Ja, auf jeden Fall. Das ist schon ein bisschen hingeklatscht da. Also ich muss genau dahin, wo die blöden Banditen sind. Oh, hier ist eine Sehenswürdigkeit. Dann mal entweder eine Quest... Nicht einer. Notiz der Leiche.
Ja, ich schreibe euch, um euch über eine Angelegenheit zu informieren, die ich untersuche. Mir ist aufgefallen, dass sich jemand viel Zeit auf dem Friedhof aufhält und zusammenhanglos davon murmelt, die Ungläubigen aufzuhalten. Aber ich konnte sein Gesicht nicht sehen. Google Translator. So. Alter, hier ist ja noch so ein Rudel. Da kommt noch so ein Rudeltypen. Oh, scheiße, die kommen ja von unten. Das sind aber vier. Was ist denn hier los? Mal, komm. Das sind mehr, das sind nicht vier, das sind fünf. Ich weiß auch nicht, was hier abgeht. Boah, hier ist ja cool. Boah, hier ist ja schön. Ich muss halt hier weiter in den Sumpf rein, aber da sind halt so viele Banditen. Achso, das ist, weil wahrscheinlich, hier ist ja ein Lager in der Nähe, wahrscheinlich patrouillieren die in der... Nee, aber nicht so viele. Vielleicht sind die einfach verbuggt. Komm, den Tropioten schaffen wir, das sind 1, 2, 3, 4. Dann komm ich. Ach du Scheiße, was sind das denn für Typen? Die was besser ausgerüstet oder was? Das sind drei Bogenschützen oder so. Ich kite die mal ein bisschen. Ah, jetzt kommt. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, der hat ja Platte an. Wie schaffen wir, sagt er. Und der hat einen riesen Hammer. Oh Gott. Bist du dir sicher, dass wir die schaffen? Nein. Ach du Scheiße, zwei ein Hammer. Und tschüss, mach's gut, Black Eye. Schönste viel Glück. Ich will doch nur Pete. Alter, ist das übel. Alter, wir müssen... Oh Mann, ey. Ich glaube, das müssen wir erstmal händisch sammeln. Ja, selbst so war ja die Idee. Ich wollte überlegt, einen Außenposten zu bauen, aber das ist ja Wahnsinn. Das ist ja Wahnsinn. Was hat er denn? Hat er einen Helm auf? Oh ja. Sieht ja aus cool. Wie ein Raider aus Fallout. Also ein bisschen. Richtig gammelig, der Typ. Ich habe ein bisschen Angst vor seiner Waffe, wenn ich ehrlich bin. Hm, ja. Kann ich es mir wahrscheinlich nicht erlauben, den Einschuss... Nein! Komm schon, geht ja, weg. Da war ich. Gibt's doch nicht. Geht doch einfach. Ah, der hält richtig gut was aus, der Mann. Ich hab kein Gold. Ich bin ganz arm. Meine Frau hat wacht über die Finanzen und die heißt Helga. Legt ihr euch mit ihr an. Ich glaube, die mehr bringen, weil die ja was besser gepanzert sind. Ich glaube, ich gehe beim Schild sterben und dann kriege ich, glaube ich, ich komme hier schneller raus. Boah! Habe ich einen Treffer abgekriegt, bin fast tot. Nein, das gibt's doch nicht. Ich habe ihn fast gehabt. Ach, Mensch. Wer denn? Der eine Typ, der da läuft? Ja, der mit der Axt rumrennt. Ich habe ihn halt irgendwie 20 Mal getroffen. Boah, das sind noch drei Leute, das gibt's doch nicht. Ja, du musst jetzt halt mal, du musst halt einen Hammer mitnehmen. Meinst du, der ist so viel besser, ja? Ja, der geht halt durch die Rüstung durch. Okay, ich hab ihn. Scheiße. Okay, der rennt jetzt auch. Dann hol ich mir mal einen Hammer, wenn du sagst, der geht besser. Das ist der Kriegshammer? Nee, das war der. Das war noch was anderes. Nimm einfach den stärkeren. Buster Kriegshammer. 47. Macht 31. Ja gut, wir probieren das. Was brauchen wir nochmal? Achso, also Bogenschütze wäre so schön, ne? Ja. Hab ich dir recht. Wäre unfassbar schön. Den einen hatte ich ja fast lang gemacht. Komm schon! Ach, ich kann da nicht hin, weil du direkt neben dem Reiseschild stehst, tatsächlich. Oh Gott, da kommen nochmal vier Banditen. Hinter mir, glaube ich. Hier zwei. Einen hast du. Okay, ich bring die mal weg, dann kannst du reinkommen. Bring auch viel mehr Ruhm, die bringen 70 statt 25. Wie die aussehen. Ah. Wilde Typen. Jetzt kannst du. Ah ja, ich darf. Ich mir erstmal meine Leiche einsacken. Ah, oh Gott. Zeit, meine Stärke mal ein bisschen zu leveln. Macht's gut, ihr Luschen.
Oh. Oh, oh, schlecht. Ah, sie gehen. Okay, schnell weg hier. Jetzt Piet holen. Der Odo hat Herstellung 2. Ja. Da bauen wir auch direkt ein neues Schild hin, würde ich sagen. Nee, das ist einfach. Da kannst du kein Schild bauen, das ist keine Straße, oder? Wollt Ach so, scheiße, Straße wir bauen ja die Straße. Ja. Ja, das ist schon ziemlich für den Arsch. Aber das Bridgerpool. Doch, da. Nee, das ist die Grenze. Na gut, dann reise ich mal zurück. Aber es. Es lohnt sich einfach nicht, weil wir damit. Ja gut, dafür brauchen wir, machen wir Eisen, stimmt. Nee, dafür brauchen wir das ja schon, aber. Reclamation Party incoming. 5 Briganten wurden gesichtet. Scheiße. Die wollen zur Stadt, wa? Wir haben den, ja. Aber die brauchen ja erstmal. Ja, ach, die kommen von den. Da unten ist Briganten Rückgewinnungstrupp. Wie heißt der Ort da? Briganten Hauptquartier. Was, nur 5? Boah, das sammelt sich richtig schnell, das Zeug. Das sieht voll cool aus, wie das gesammelt wird. Ich meine, ich habe ich im Fernsehen gesehen. Ist ja weit weg von hier. Hier ist es nicht so. Also, hier in dem Spiel. Du hast einfach eine Schippe und stichst hier im Ja, so ein Stechding. Gibt's auch. Also, ja, so ein, ja, so ein, ja, Torfstechgerät. Torfstecher, ja. So richtig deutsches Wort. Torfstechgerät. Das heißt bestimmt auch Torfstechgerät. Das heißt einfach Torfstecher. Nein, das heißt Torfstechgerät. Ich sag das jetzt. So wie ich das sage, ist das richtig. So, jetzt kommt die Überfalltruppe. Du holst Torfstechzeug. Und ich guck mal, was die Baumsetzlinge machen. Wäre eigentlich Eisen? Ja, ne? So ein bisschen hatten wir mal. Ja, gesammelt, ja, wir haben das offscreen gemacht. Das habe ich auch vergessen zu erzählen. Wäre gar nicht aufgefallen, wenn du es nicht erwähnt hättest. Ist durch Magie in das Lager geflogen. Hm. Naja, dann gehe ich denn die Bäume mal fällen. Ich glaube, wir brauchen einen zweiten Förster. Tatsächlich. Ich würde erstmal warten. Gucken, wie schnell der arbeitet, wenn das in Gang gekommen ist. Weißt du, wie schnell diese 20 Bäume weg sind? Also. Na gut, lass mir erstmal stehen. So schnell du auch wieder nicht. Das ist ja wieder ein Arbeitsplatz, den wir irgendwie bedienen müssen. Ja, ich weiß. Oh, da kommen schon wieder Banditen. Ach, das. Mit dem Handbeil, den Riesenbaum. Kein Problem. Mist. Ich bin bewaffnet, lasst mich in Ruhe. Oh oh. Ein Lappen, lass mich bewaffnet. Oh Gott! Haut sich das weg. Schlägerei! Ja! Soloma, jetzt im Einsatz. Okay. Hast du dich gerade alleine besiegt? Ja, es waren 3 nackte Typen. Ah, okay. Ich meine, es waren 3 gepanzerte, krasse Typen. Ja, ich glaube, also weiter ins Ziel. Also ja, ich glaube, bevor wir irgendwo anders noch was aufbauen, bauen wir Plattenrüstung. Ja. Oder bessere, allgemein irgendwie noch bessere Ausrüstung. Glaube, achso, ich hau gerade auf die Mauer. Ich hab auf die Mauer gehauen. So, nur 3 Stämme, weißt du? So dieser Riesenbaum hier. Ist alles frei. Wir brauchen doch Bäume. Das Tor fällt auf jeden Fall relativ lange. Ist gut, dann braucht man da nicht so oft hin. Also ich würde schon sagen, wir ballern so richtig. Wir brauchen einfach noch mehr normale Arbeitskräfte auch. Wir müssen das einfach ballern. Wir müssen einfach. Wir haben so viel Essen. Wir könnten locker nochmal 10 Leute wahrscheinlich holen. Oh Gott, und dann die ganzen Kleidungsproduktionen. Oh mein Gott. Die Hölle. Die Hölle. Die Hölle. Sonst kann ich 1, 2, 3. News from the kingdom. There's always something. Die feine Axt, sehr fein, sehr edel.
Sie brauchen halt auch Baumstämme, damit Bretter gemacht werden. Das ist halt auch das Problem. Und die bringen die Holzstämme halt auch da oben zu dem... Ja, jetzt lasse ich das halt fertig bauen. Ja, helf mir mal Baumstämme sammeln, das wäre wichtig. Tja, Leute, jetzt sind wir hier so ein bisschen in so einem Loch. Wir gehen jetzt Baumstämme sammeln. Das sehen wir uns nächste Folge wieder mit genug Baumstämmen. Hoffentlich. Hoffentlich. Bis dahin wie immer. Haut rein, Leute.